So, herzlich willkommen zu Doom. Also Call of Doom. Genau. Episode 2, Map 5. Genau. So. Nein, das hatten wir. Das kommt jetzt, genau. Na dann. Let's fight against the evil. Oder so ähnlich. Ich hoffe mal, stimmt jetzt alles? Sollte eigentlich alles passen? Ja, doch. So. Ja. Sehr gut. So. Aha. Was? Oh, Alter. Ach so. Warte mal kurz. Wir spielen ja hier Realism, ne? Okay. Warte. Ja. Wow. Okay. Sorry, mein Fehler. Ich spiele zwischenzeitlich auch Call of Doom und die letzte Wort, die ich aber gespielt habe, habe ich aber auf Ultra Violence gespielt und nicht auf, ne? Hier muss ich ein bisschen anders vorgehen. Das heißt, wir machen erstmal hier schön mit Schalldämpfer. Hier brauche ich auf wesentlich weniger Schüsse. Die muss ich nicht einfach rumsprayen wie so ein Bekloppter. Hier reichen zwei gezielte Schüsse vollkommen aus. Sieht doch ganz gut aus. So, direkt mal speichern. Ja, klar, ja, gut. Hätte ich auch lesen können, ich markiere meine Aufnahmen immer mit Reta. Also die Abkürzung für Realism Tactical Mode. Stimmt zwar hier nicht ganz, weil es nicht Tactical ist. Tactical gibt es ja hier leider nicht. Gibt es ja nur bei. Gute Doom normal. Aber ich habe einfach meine alte Abkürzung übernommen, 1:1. Ich finde sie schön. Von daher. So. Oh Gott, Alter, ich hasse diese Map. Wow, was ist das denn hier für Grafiken? War die schon immer so? Okay. Wenn du das sagst, glaube ich dir mal. So, genau, hier waren die Pinkies. Da kommen wir raus. Hier sind noch mehr Pinkies, oder? Nee, hier ist ein Kaku-Demon. Da komm, geh zu. So. War nicht so schlimmer als das Tier hier. Was? Wieso sind wir gerade gestorben, weil die Tür zugegangen ist? Was ist gerade geschehen? Ja, die falsche Munition haben wir nicht eingesetzt. Raus hier? Nö. Das Ding macht mir Angst. Und zwar ganz gewaltig. Also doch lieber öfters speichern. Oh, da war ja was. Auf der anderen Seite müsste auch noch einer sein. Hallo? Da.
Tja, und jetzt kommt der nicht ganz so spaßige Teil. Was nehmen wir da am dümmsten? Mal was Richtiges hier. Okay, geht ja schneller als gedacht. Easy. Dankeschön. Nochmal Dankeschön. Haben wir gerade 5 Schuss gerade mal bekommen? Willst du mich verarschen? Was ist denn das für Müll? So, weg hier. Hinter der Tür lauert, glaube ich, nichts Spaßiges. Ach doch, geht. Ach, da war das mit dem nicht Spaßigen. Meine Recherche nach zu urteilen. Ja. Aua! Du Hure! Hat er voll getroffen, der Arsch? Wichser, Penner, Hure, Mutter. Ich mag den Typ nicht. Haben wir eigentlich... Weißt du was? Eigentlich können wir... Ich möchte die mal weg. Und nehmen wir tatsächlich doch die hier, da haben wir ein bisschen mehr Munitionshaushalt. Wenn ihr euch fragt, warum ich die bessere Waffe weggeschmissen habe, weil die Waffe hier besser ist tatsächlich bei Einzelschuss. Und wir arbeiten, also wenn ich mit der Pistole arbeite, dann definitiv mit Einzelschuss. Und da ist die, wie gesagt, stärkere Wucht. Oh, da kommen welche, die mir nicht ganz geheuer sind. Eigentlich können wir ja mal ein bisschen mit dem Pistolen rumspielen, ne? Na, mal schauen, vielleicht in der Map, die nicht ganz so groß ist. Achso, hier genau, hier ging es jetzt um die Treppe. Ja, ja. Das Ding müsste gleich aufgehen. Ja. Aufgehen. Ich würde mal aber sagen, das Ding lassen wir da erstmal. Ich weiß nicht, wir brauchen es, glaube ich, später noch. Will ich hier rein? Was war das hier nochmal? Ach, oh Gott. Nee, du. Lass mal stecken. Und hier, genau, hier ging es da lang. Wobei, hier müssen wir, glaube ich, auch lang. Gut, wir gehen erstmal zurück. Muss ich mal ganz kurz überlegen. Was war hier hinten eigentlich? Ach! Wer war die Automap? Lol! Das war die dümmste Idee! Mit einer Schrotflinte auf einer Mech. Ne? Gut nachgelangt. Alter! Kann ich mich ja direkt wieder auf. Kann sein, dass dieses Blättern, was da gerade war, das war, was uns bei der ersten Tür da gekillt hat? Dass dieses Blättern uns auch Schaden macht, wenn wir zu nah dran stehen? Kann das sein? Macht zwar keinen Sinn, aber macht irgendwie doch Sinn, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Medikit. Wir nehmen mal 2 Stück. Liegen auch 2 Stück rum. Easy. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier durch die Fenster. Ach, komm, leck mich. Hey. Machen wir die kalt? Ja, doch, komm. Hallo. Ah, tschau. Weil auf die Seite müssen wir ja später, glaube. Von daher wäre es schon günstig, nur ein bisschen aufzuräumen. So, dann holen wir tatsächlich mal, ich muss mal ganz kurz überlegen, wie war das, wir würden jetzt hier unten rechts lang gehen. Und hier links ist dieses riesige komplexe Secret. Aber da ist so viel Lava. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir da hingehen. Ist da was Sinnvolles? Offen gesagt, ich weiß es gerade gar nicht. Nein, das da.
Jetzt habe ich hier so viel Total Chaos gespielt, dass ich hier mit den Tasten komplett durcheinander komme. Was ist denn hier los? Was jetzt? Wir müssen... Hier lang. So. Ich weiß, schießen kann der Typ. Tja, ich muss mal gucken, es gibt hier so eine ganz coole Waffe, die für Slot 2 ist, aber ich finde die immer nicht. Und zwar... Ja. Und zwar... Die hier. Die Waffe, die hätte ich gerne. Aber ich finde die nicht. Was? Keine Ahnung, ob die vom Gegner gedroppt wird, von irgendeinem. Oder ob man die sich echt nur als Starter vorholen kann. Ich habe, wie gesagt, ich spiele jetzt auch eine Weile schon wieder privat, ganz schön viel. Und ich bin ja die ganze Zeit auf einer Suche, egal welche Map ich spiele, ich kriege keine. Oh, achso, hier waren nur die beiden. Sehr schön. Oh, no. Oh, Alter, Hilfe. Oh. Ich war schon am Ende. Wollen wir das so im Raum stehen lassen? Ja, doch. Okay, die Map war ja doch viel kürzer, als ich gedacht habe. Ich habe die so als ultra scheiß Map in Erinnerung. Also so als Map, die ich überhaupt nicht mag, so wie die hier zum Beispiel. Na, mal gucken. Nächstes Mal. Bis da.